Und wir sind wieder zurück. Ich habe jetzt einen guten nachgeschaut, wie das funktioniert mit dem Schwert. Das bekomme ich erst am Ende vom Spiel und muss ziemlich viel Gold spenden. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Ja, halt mal. Und man muss die Stärke auf Maximum haben. Das habe ich nicht, genau. Dann habe ich nachgeschaut, wie ich an mein Geld komme von den vermieteten Häusern. Ja. Das heißt, ich teleportiere mich da jetzt hin. Da steht, ich kann einfach hingehen und die Mieten kassieren. Ja? Und das will ich mir jetzt anschauen, ob das wirklich geht. Einfach hingehen. Oh, was? Da steht sie. Zu kassierende Miete ist ja gerade gestanden, oder? Wo war denn das? 2400? Angenehmen Tag. Nicht schreien. Ah, einfach hingehen. Einfach hingehen reicht schon. Das ist natürlich nice, wenn ich das vorher gewusst hätte. So, dann gehen wir noch einmal nach Südboston. Da mache ich das gleiche bei meinem Haus. Da haben wir auch eins. Und ja! Dann werden wir Nordhol Gled, werden wir befreien. Einen schönen. Ich hatte mal eine Puppe, die hieß Glatt. Also ich habe gar nicht. Also jetzt kann ich auch gar nicht das nachschauen. Ich wollte nachschauen, weil wir haben ja den Obsidianhammer bekommen, ob der wirklich besser ist. Und eine neue Frisur können wir uns mal machen. Hey, wunderbar, euch. Hässlich könnte die Ladenbesitzerin heiraten, kommt mal gerade. Dann gehört mir auch der Laden. Ja, den will ich haben. So. Und minus 50 plus, okay. 0 plus 50, okay. Glatze habe ich eh. Das ist eh schon das Beste, was du haben kannst, die Glatze, ne? Ich bin ja so froh, dass ihr Whisper verschont habt. Hurra! Das, ich mach das jetzt einfach Hurra! Mal. Hurra! So. Hey! Wir könnten uns treffen, wenn ihr wollt. Hurra! Für mich? Ich kann es kaum glauben. Oh, hey. Wir könnten uns treffen, wenn ihr wollt. Ja. Komm. Das ist großartig. Sie liebt mich. Ich bin ja so froh, dass ihr Whisper verschont habt. Was kann ich jetzt noch machen? Hey. Wir könnten uns treffen, wenn ihr wollt. Na gut. Ja. Ha. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Der Juhu! Mann liebt mich auch. Hey. Habt ihr nachher schon was vor? Hey. Wir könnten uns treffen, wenn ihr wollt. Na gut. Ja. Hurra! Für mich? Ich kann es kaum glauben. Juhu! Wir sind entzückt. Nein, ich will's heiraten eigentlich. Na gut. Ich bin ja so froh, dass ihr Whisper verschont hey. Habt. Habt ihr nachher schon was vor? Ihr tragt ja! Gladiator. Ja! Gladiator der Große nennt man ihn. Ausdrucksmittel. Wäre ich doch nur eine Frau. Seid ihr echt oder nur ein Traum? Hey! Wir könnten uns treffen, wenn ihr wollt. Hurra! Ja! Warum kann ich die Händlerin nicht heiraten? Das ist irgendwie scheiße. Tja! Ich schau, ob der Eheringe hat, dann bringe ich hier noch einen. Wenn nicht, habe ich alle Pech gehabt. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Ehering. Parfüm. Kaufen. Was für ein Triumph in der Arena.
Wie barmherzig von euch. Ich will die Händlerin jetzt heiraten. Unbedingt. Ah. Ja, die Geschäfte sind hier. Ihr tragt den stolzen Titel Gladiator. Hey. Schlafe ich schneller mal. Jetzt ist Abend. Nein, ich will in der Früh schlafen. Also bis in der Früh ist. Gladiator! Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ich bin so gerührt. Nur die Spitze? Ich bin so gerührt. Hurra! Ich bin so gerührt. Hurra! Ich bin so gerührt. Hurra! Habt ihr mir das nicht schon geschenkt? Besonders gut scheinst mir nicht zu sein. Hallo auch. Hallo auch. Besonders gut scheinst mir nicht. Habt ihr mir das nicht schon geschenkt? Nein, nicht. Das war gar kein Geschenk. Hey. Folge mir. Ich soll nicht so viel trinken. Habt ihr mir das nicht schon geschenkt? Habt ihr mir das nicht schon geschenkt? Sauf dich tot. Ich soll nicht so viel trinken. Na gut. Lass mal's. Ich könnte euch. Wir heiraten mit dem anderen. Großer, böser Gladiator. Einen angenehmen Aufenthalt. Mitte haben wir kassiert, das liegt vor der Tür, habt ihr es gesehen? Los doch, mach okay, dann. Jetzt haben wir 5 Minuten verschissen. Danke. Jetzt gehen wir in die Heldengilde, machen diese Nordhall Glade Quest. Das, wo Nordhall Glade angegriffen wird, und wenn wir fertig sind, werde ich gleich das Haus dort auch kaufen und vermieten. Beziehungsweise vielleicht behalte ich mal das Haus, ja. Schau mal. Ich will lieber ins Oakwell-Haus. So. Durchbruch. Durchbrecht. Eine Belagerung. Okay, das ist das, was ich meine. So. Blablabla. Nordhall Glade. Bum. Und... So. Jetzt aber. Das ladet schon wieder so ewig. Oh, eine neue Quest, wir müssen alles neu laden. Aber da wären schon die Verbrecher, wenn ich auf einmal komme. Halt! Ihr seid der Held, den sie geschickt haben. Ich habe einen neuen Auftrag für euch. Diese verdammten Dorfbewohner halten unseren Boss gefangen und wollen ihn hängen. Ich will, dass ihr dem Obermarker da eine Nachricht überbringt. Sagt ihm, dass wir sein kostbares Dorf dem Erdboden gleich machen, falls er uns unseren Boss nicht zurückgibt. Verstanden? Macht euch los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich rede halt einmal mit ihm. Wenn er es nicht macht, dann wird ich. Aber ich habe hier keine Wahl. Ich lasse diesen Räuber nicht davonkommen. Er hat dieses Dorf schon viel zu lange ausgeplündert. Wir beobachten ihn vom Hügel oberhalb der Taverne aus. Da wird er absteigen. Ihr müsst euch also nur dorthin begeben und das Räubergesindel dieses Abschaums erledigen. Sprecht mit dem Wächter dort. Wenn ihr bereit seid, dann wird er für euch die Tore öffnen. Ich ziehe mich in meine Hütte zurück. Viel Glück. Brauche ich nicht. Ich habe können.
So. Ihr wollt es ganz allein mit ihnen aufnehmen? Ihr seid ein echter Held oder ein echter Dummkopf? Na. Nun denn, fangen wir an. Seht nur, die Tore öffnen sich. Jetzt können wir unseren Boss befreien. Schnappt euch die Räuber, bevor sie den Anführer befreien. Das ist nicht gut. Das wird gleich wehtun. Oh, das tut bestimmt weh. Oh Gott, jetzt lauft er rein. Da! Versucht euren Kampf mit die Pikachu noch höher zu bekommen. Unglaublich. So. Das hätte besser laufen können. Ich hoffe, ihr erwartet dafür nicht auch noch eine Belohnung. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, ich darf ihn nicht töten. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Jetzt bin ich wieder da? Na komm. So. Nordhold Glade. Sie dürfen ihn nicht befreien. Okay. Das kann man das überspringen, nicht? Ja, kann man. Sehr gut, da brauche ich mir nicht das alles nochmal anschauen. Vielleicht sollte ich das jetzt nehmen. Ihr wollt es ganz allein? Ich stelle mir nur gerade absichtlich so blöd an, dass die da nicht wegkommen, gell? Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Na komm. Ja, meine Freunde. Ach Gott. Das wird wehtun. Ich kann gar nicht hinsehen. Ach, nicht so schlimm. Irgendwas ist im Busch. Unglaublich. Ich kann gar nicht hinsehen. Da drüben ist er.
der Letzte. Super, jetzt ist er tot. Das ist genau gleich wie mit den Händlern damals. Mit diesen verdammten Händlern. Das hätte besser... Ja, ja, komm. Komm. Das geht mir so am Arsch. Ja? Immer wieder das Gleiche. Dass man auf ihn aufpassen muss, den man nicht rausnehmen kann, aus dass man angreift. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt mache ich überhaupt komplett andere Taktik. Jetzt lasse ich es gar nicht reinkommen, diese Penner. Warum machen sie nicht das Tor zu? Die sind ja auch gestört. Sehr gestört sind die. Hi. Danke. Wo ist der Depperte? Was habe ich jetzt da unten? Ja, passt. Hallo? Ihr wollt es ganz allein mit... Sicher nehme ich es alleine mit denen auf. Der Gefangene ist entkommen. Schnell, töte den Räuber, ehe er auf und davon ist. Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Ja, so geht's auch. So hätte ich es gleich machen können. Gut, diese Banditen werden so schnell nicht zurückkommen. Ja, danke. Wunderbar. Wow! Wow! Na, ich weiß, ich bin der Beste. Jetzt kaufen wir dieses Haus da und vermieten es gleich. War das nicht das? Angenehmen Tag noch! War da nicht dein Haus zu... Komisch. Da war doch ein Haus zu verkaufen. Das hätte ich schon gern gehabt. Okay, dann machen wir was anderes. Dann machen wir etwas anderes. Wunderbar. Dann werde ich versuchen, bevor ich jetzt weggehe. Jetzt kommen wir da in die Tür nicht rein. Ja, okay. Machen wir mal eine andere Quest noch schnell. Gehen wir wieder in die Heldengilde zurück. Oder? Nein, wisst ihr, was ich mache? Ich so den Bauern schnell in die... Oder? Zach, zach, wieder den Trottel da machen. Nein, ich gehe in die Heldengilde und mache die nächste Quest einfach. Ich gehe die nächste Quest machen. Wir haben erfahren, dass Zwillingskling Rache für seine demütigende Niederlage will. Er hat eine Bande sehr erfahrener Attentäter angeheuert, um euch zu töten. Hütet euch vor Überraschungsangriffen. Ja, das habe ich ja. Das muss ich machen. So. Euer Geschick als Bogenschütze ist beeindruckend. Ihr solltet eure Kräfte am Bogenschießstand bei Nothold messen. Nein, ich jetzt noch einmal nach Nothold ein einziges Mal, zum Schauen, ob ich jetzt hinkomme wieder zu dem Haus zum Kaufen, und wenn nicht, mache ich die Quest, die ich gerade angenommen habe. Ich meine, ich mache sie sowieso, aber... Okay, die Räuber sind weg. Das soll Stärke sein. Okay. Aber jetzt können wir das Haus auch wieder kaufen, seht's? Jetzt können wir das Haus kaufen. Hallo.
Viel Spaß. Hoffentlich ist es nicht allzu teuer. Aber das kostet 17.000 oder so. 9.000 nur, okay. Vermieten, ja. Nein. Nein. Ich kann es aufrüsten. Das will ich noch gern machen. 4.000 Gold, 6.000 Gold, 6.000 Gold. Und das Gold ist weg. Aber ich bekomme mehr. Das ist einmal ganz wichtig. Na, jetzt wollte ich nachschauen. Wohin muss ich? Wo ist die Quest? Ah, ich weiß schon wieder, unten. Unten ist sie. Beim Räuberlager. Oh, teleportieren wir uns gleich in sein Lager rein. So viel Gold haben wir gehabt und so. Weg. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Nein. So, die verlassene Straße. Jetzt müssen wir wieder auf den Händler aufpassen. Oh mein Gott, wie ich sowas hasse. Richtigen Zauber habe ich wenigstens draußen. Aha. Okay. Das heißt, ich muss von der anderen Seite aus kommen. Von Oakvale aus. So, das schafft man auch. Das liegt noch im Budget der Festplatte. Weil ich tue immer 4-5 Folgen auf einmal aufnehmen. Ja, das frisst halt. Echter Lord Gladiator. Hallo. Lord Gladiator bin ich jetzt schon. Warte, jetzt bin ich nach Oakvale gegangen. Stimmt eh, was ich vorhatte. Steck die Waffe weg. Jetzt hätten sie Angst vor mir, ich mache eh nichts. Das ist... Juhu. Juhu. So. Das ist jetzt aber der richtige Weg. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Ich weiß, dass in der Gilde eine wichtige Questkarte auf mich wartet. Ich will aber auch ein bisschen die Nebenquests machen. Vielleicht werde ich den Händler in die Obstfarm dann eskortieren offscreen, weil das sind so Standardmissionen und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Absolut nicht. Also, ihr wisst ja, so Obstfarm eskortieren und bla bla bla, das frisst nur Zeit. Bitte helft mir! Mein Bruder Thomas hat sich irgendwo da vorn verirrt. Mir nach, ich glaube, er ist irgendwo da oben. Mal gleich mal die Waffe. Er ist tiefer in den Wald rein. Ich trau mich da nicht hin. Ich werd euch... Mir ist zipper. Da ist er. Ah, Nachtentöter. Traut sich tatsächlich einer mich angreifen aus dem Hintergrund, gab er eine Chance gegen mich. Kommt schon! Das macht mich nervös. Soll ich hin? Nein. Sis, stirb. Okay, dann stich ich dich so auf. Ist ja kein Problem. Da ist, nicht da ist. Kommt her, tötet mich.
Oh, Attentäter sind hinter mir. Ja, ja! Mist. Dieser Schmerz! Der lebt noch immer. So. Ja, schieß, komm. Ich fress deinen Bogen, als wäre er ein Apfel. So. Hallo. Helft mir! Ich hab mich verirrt! Bitte helft! Ich folge euch zu meinem Bruder! Ihr müsst ihn doch gesehen haben! Ha ha ho! Ha ha ho! Schnell! Holt mich hier! Oh. Das macht mich... Ich folge! Ich folge! Mach oh. Dies! Die normalen Räuber können gar nichts mehr. Die sind gleich kaputt. Wie konnte ich nur so dumm sein? Das macht mich nervös. Stan! Mach diesen... Hopp, hat er gemacht. Hopp. Ich habe Angst! Ja, mit denen musst du jetzt leben, wirst nicht daherkommen. Stan! Wo seid ihr? Oh, ihr habt ihn gefunden. Danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Nehmt das. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Schatztipp. Mag ich nicht. Macht euch bereit. Ah, ihr habt den ersten Schatztipp gefunden. Man munkelt, dass ein wertvoller Gegenstand irgendwo in Albion versteckt sei. Die Hinweise sollten euch hinführen. Soweit ich weiß, sind es insgesamt 6. Na, das können wir jetzt aber nicht. Oder wisst ihr was? Dass wir jetzt nicht den Part so kurz halten. Meine halbe Stunde ist ja viel zu wenig für Fable. Ich werde nach Boston gehen und den Idioten zur Obstfarm eskortieren. Dass endlich da mal eine Ruhe ist. Und dann werde ich offscreen Geld verdienen gehen. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen werde, aber ich versuch's. Einen schönen Tag wünsche ich. So viel, was ich vorher gelesen habe, ist, dass man, wenn man, dass man da gratis schlafen kann, dann geht man 6-mal schlafen, dann hat man die maximale Miete. Das Spiel kannst du jetzt extrem lang machen, also, geh weg, Kind. Am Dach, ich hab's auf Dach geschossen. Oh ja! Na, nix bereit? Ha! Oh ja! Wunderbar! Bereit? Ich glaube, er checkt's nicht. Ich schlafe einmal kurz. Und dann gehe ich nochmal zu ihm hin. Rosa, böse! Hey! Ha! Die Händlerin, die mich ja nicht mag, obwohl sie ein goldenes Herz hat. Ah. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Soll ich nochmal versuchen, ob ich die Händlerin jetzt überzeugen kann? Hallo. Oh, mein Liebster. Hurra! Hurra! Hey! Wir könnten uns treffen, wenn ihr wollt. Juhu! Ja, aber wo? Discordance.
Schön, euch zu sehen. Hurra! Hurra! Ich gebe ihr einen Rubin. Für mich? Ich kann es kaum glauben. Juhu! Ich gebe nochmal einen Ehering. Wenn es nicht funktioniert, dann scheiße ich drauf. Beziehungsweise... Beziehungsweise, wo war denn das jetzt? Flamenco tanzen. Ihr verdient es, angebetet zu werden. Wie wär's mit einem Haarschnitt? Ja. Und jetzt mache ich's einfach so. Ich gebe den Ehering, geht's nicht. Und wir eskortieren den Idioten darüber. Für mich? Ich kann es kaum glauben. Wir sollten bald aufbrechen. Was meint ihr? Ja, wo bist? Das wollte ich ja die ganze Zeit schon. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Wir sind äußerst erfreut, euch zu sehen. Bereit? Hurra! Bereit zur Weiterreise? Hey. Folge mir. Ah ja, dann mal los. Juhu! So. Hey! Ja! Hurra! Ich komme ja nicht nach! Ich will aber die Händlerin haben als Ehefrau. Er ist der Richtige für mich. Eure Hoheit Gladiator. Tja! Na gut! Tja. Mach doch mal langsamer. Ich komme ja nicht nach. Ich kann dich jetzt nicht so langsam eskortieren. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ja, wir sind auf dem rechten Weg. Ihr habt doch nicht etwa den Weg vergessen, oder? Wir wollen zur Obstfarm. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich den Weg schon vergessen. Okay, einfach immer nur... Schon wieder. Ich werde es nie kapieren. Das ist schwer zu sehen, aber ich fühle mich so sicherer. Nicht so schnell! Euer Tempo ist mir zu rasant! Wow! Wow! Ey. Ihr habt gewonnen und Whisper das Leben geschenkt. Beeindruckend! Oh ja! Yeah. Wartet doch mal kurz! Mir geht die Puste aus! Ach Gott! Du langsames Stück Scheiße! Du langsames Stück Scheiße, wenn dann blinkt's auch nicht mehr! Der rechte Weg zu sein! Obstfarm wieder runter. Okay, schon wieder drücke ich auf Escape statt auf M. Ah! Da drüben ist er! Dieser Wunde ist. Ein Schlag und wir sind tot. Ich werde euch die Gedärme rausreißen. Aber jetzt hat doch einer gegeben. Vor kurzem traf ich einen fahrenden Minnesänger. Reizender Kerl. Nur singen konnte er kein bisschen. Ich werde euch die... Was willst du? Wartet doch mal kurz. Mir geht die Puste aus. Da ist hier die Obstfarm. Da. Dann ist es endlich geschafft. Dann gibt er uns eine Ruhe. Wir sind da und ich habe keinen einzigen Kratzer abbekommen. Das Gold habt ihr euch redlich verdient. Und hier noch einen Bonus für eure harte Arbeit. Wo? 300, naja, das bisschen. Ja, das ist cool.
Jetzt, schauen wir uns noch einmal den Heldenstatus an. Das sind nur noch die Nebenquests quasi. Ja, passt. Heldengilde. Irgendwas so langsam weg. Das ist so komisch irgendwie. So, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Slavus. Tschüss. Dankeschön.